schön, dich zu sehen hier in Marburg. Finde ich toll, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich bin Karin Pfunder und möchte dir und allen anderen, die dieses Video vielleicht sehen, ein bisschen was über die Elisabethkirche erzählen. Die Elisabethkirche hier ist ein ganz wichtiges Bauwerk der Stadt und die Geschichte dahinter ist ganz eng verknüpft mit der heiligen Elisabeth. Ganz interessant sind immer so kleine Details, die man finden kann. Zum Beispiel hier. Hier ist eine Inschrift, ein Graffiti, würde man es heute nennen. Das hat es damals schon gegeben. Also hier gab es schon 1690 Besucher, die meinten, sie müssten hier eine Botschaft an die Nachwelt hinterlassen, dass sie hier gewesen sind. Und man kann auch hier Ritzzeichnungen noch sehen. Graffiti ist keine Erfindung unserer Zeit, nur die Sprühdose. Ich würde gerne mit dir zum Eingang gehen und dir da noch ein bisschen was erzählen. Komm einfach mit. Hier sind Rosenstöcke gepflanzt. Wir haben hier sogar die erste Blüte. Das bezieht sich wieder auf Elisabeth, auf das Rosenwunder der heiligen Elisabeth. Die Türme, die du gerade gesehen hast, die sind übrigens fast 80 Meter hoch und sie sind auch fertiggestellt worden. Es gibt ja viele Kirchen, auch Kathedralen in Frankreich, wo die Turmspitze fehlt. Hier bei uns ist alles wirklich fertig geworden. Haben wir das große Westportal. Auf den ersten Blick sieht man nur Blätter, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man auf der einen Seite Weinranken und Weinblätter, die Symbolpflanze für Jesus sind, und auf der anderen Seite sind Rosen, die wieder für Maria stehen, aber auch ein bisschen mit Elisabeth zu tun haben. Ich hatte eben das Rosenwunder angesprochen. Ein kleines Detail, was ich ganz witzig finde, ist dieser Löwe hier, wo ich kaum hinkomme. Und normalerweise kennt man diese Löwenköpfe oder andere mit Ringen als Türklopfer. Das hier ist gar kein Türklopfer. Warum? Weil hier das Gegenstück, auf das man draufschlagen würde, das fehlt, das ist gar nicht da. Deshalb, meine Vermutung ist, dass das eigentlich nur eine Verzierung ist, weil man sowieso gar nicht rankommt. Und wenn man sich vorstellt, dass im Mittelalter die Leute vielleicht noch ein bisschen kleiner waren. Aber diese Dinge, wenn sie keinen Gegenteil zum Klopfen haben, dann sind das Türzieher, um die Tür zuzuziehen. Ja, möchtest du noch irgendwas wissen? Soll ich dir noch irgendwas erzählen? Dann freue ich mich einfach auf den Besuch von dir und deinen Freunden hier in Marburg. Ja, einen ganz wichtigen Tipp habe ich noch, wenn ihr kommt. Zieht unbedingt flache Schuhe an. Mit High Heels kommt ihr hier keine 10 Meter weit. Okay, wir sehen uns bis dann.